mit Michaela Grohm. Und einem Studiogast live im Studio, schon angekündigt, Julian Reim vom Bodensee, einmal quer durchs Land hierher gefahren, ins Funkhaus Stuttgart. Wir wollen gleich drüber reden, wie es sich so lebt als Familienteam am Bodensee. Aber erstmal hören wir seinen aktuellen Titel Euphorie. Richtig schöner Sommertitel, gut tanzbar und mitgesungen hat er auch gleich. Herzlich willkommen hier im SWR4-Studio, Julian Reim. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich habe gerade schon gesagt, seit ein paar Monaten lebst du wieder am Bodensee, zurückgekommen aus Köln und zwar ganz romantisch für die Liebe. Nach einer zweijährigen Beziehungspause bist du wieder mit deiner Freundin Sarah zusammen. Genau die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt? Ja, es hat sich wenig angefühlt wie Schicksal. Schön. Eure Beziehung hat dich ja auch zum Song Gravitation inspiriert. Machst du es eigentlich wirklich so, dass du in allen Liedern so ganz persönliche Erfahrungen verarbeitest? In den meisten. Ab und zu gehen meine Songs auch Richtung eher Storytelling und beziehen sich nicht nur auf mich, aber eigentlich in ganzen Singles, in großen Nummern. Klar, das kommt dann immer aus dem Bauchgefühl heraus. Und die Reim-Family ist ja eine sehr musikalische Family. Auf Instagram habe ich ein Foto entdeckt von dir und Sarah gemeinsam am Klavier. Macht sie auch Musik oder war das nur einfach mal so ein spaßiger Schnappschuss? Na, ich habe versucht, ihr beizubringen, wie man die Melodie von Gravitation, meiner neuesten Single, spielt. Es ging so, ne? Also, ihr arbeitet noch dran. Wir arbeiten noch dran. Work in progress. Okay. Und gerade dieser Song Gravitation, den hast du ja in der Corona-Zeit zu Hause aufgenommen im Studio bei deinem Vater Matthias. Wie war das? Hat er nur sozusagen die Tür zum Studio aufgeschlossen oder arbeitet ihr richtig zusammen? Nee, wir arbeiten musikalisch jetzt nicht großartig zusammen. Der hat mir die Schlüssel zum Studio gegeben, denn jetzt eigentlich normalerweise nehme ich auf Mallorca bei Team 33 auf. Jetzt den Umständen entsprechend, auch in der Nähe zu dem Studio, weil ich ja jetzt wieder am Bodensee wohne, habe ich dann die Vocals zu Gravitation dort in seinem Studio aufgenommen. Ist ja auch ganz praktisch, wenn Papa gerade da ein Studio hat, oder? Es ist ein ultra, ultra, ultra cooles Studio. Also hat auch richtig Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Tolle Atmosphäre da und man wird einfach kreativ. Jetzt auch mit dem kleinen Häuschen, wo wir wohnen, am Bodensee. In der Nähe der Natur, mit direktem Zugang zu Wasser, das hat mir so gefehlt. Ach, ja, deutlich kreativer auf jeden Fall. Wir haben ja gerade schon gesprochen über die Zusammenarbeit von dir und deinem Vater Matthias. Der lebt wiederum zusammen mit seiner Partnerin, mit Christin Stark. Und auch deine Schwester Marie, die ist immer wieder zu Besuch, kann man im Internet ganz gut mitverfolgen. Sag mal, wie funktioniert, ganz ehrlich, so ein Patchwork-Leben? Klappt das alles super oder gibt es auch einfach Knatsch? Nicht wirklich. Also es funktioniert wirklich super. Ich wohne ja in der Nähe und wir sehen uns auch oft. Also Matthias und Christine verbringen da viel Zeit. Und Marie kommt, wann immer es geht, auch zu Besuch. Und dann ist die Familie eigentlich quasi komplett. Verbringen Weihnachten auf jeden Fall dieses Jahr hoffentlich wieder zusammen. Also alles in Ordnung. Und macht ihr auch manchmal vielleicht spontan Musik zusammen? So Klampfe geschnappt und ein bisschen was? Das passiert manchmal, aber es ist dann nicht so, wie man es sich vorstellt, denn wir sind natürlich alles Künstler mit eigenen Stilrichtungen und jeder möchte sich dann kurz ausprobieren und ist auf jeden Fall chaotisch. Und sehr, sehr kreativ. Auf eure musikalische Großfamilie ist gestern ja auch Stefan Ross eingegangen, war immer wieder sonntags in seiner Anmoderation, fand ich sehr süß. Da hat er so alle Reims gegrüßt, die über Deutschland verstreut sind und du bist mit Gravitation gestern im Ersten aufgetreten. Wie war das denn? Endlich mal wieder vor Publikum deine Musik zu spielen? Also ich kann das Adrenalin halt kaum beschreiben, weil klar, Fernsehauftritte und alles ist immer aufregend, klar. Aber wirklich wieder Menschen vor mich zu haben. Und ich hatte das Glück, dass ich dann noch einen EB-Dreh hatte.
Und in der Zeit zwischen dem, wo man mich dann wirklich live sieht, bei Immer wieder sonntags, und dem Dreh, konnte ich dann eigentlich nur auf das Publikum eingehen. Und das war einfach wieder schön, einfach wieder mit dem Publikum zu interagieren und einfach Freude an der Musik zu haben. Das ist wiederum was ganz anderes, eine ganz andere Qualität. Sag mal, nachdem Gravitation jetzt schon seit 3 Monaten auf dem Markt ist, dann kriegen wir schon die Fragen. Und ich frage dich jetzt einfach mal, gebt es weiter für alle Zuhörer und Zuhörerinnen und die Fans. Wann kommt der nächste Song und wann kommt vielleicht auch dein erstes Album? Song ist auf dem Weg. Wir sind gerade voll in den Vorbereitungen und auch was das Album angeht. Ich bin mit einem totalen Stress deswegen, denn jetzt langsam geht es auf die Zielgerade zu und ich kann sehr bald, nicht heute, aber sehr bald mehr Details dazu liefern. Okay, verabschieden wollen wir dich mit deinem bisher ruhigsten Titel Eine Welt entfernt. Du bist nur ganz wenig von mir entfernt, Corona-bedingt. Freue mich sehr, dass du da warst. Wünsche dir alles Gute und wir sind natürlich gespannt auf das, was kommt. Vielen Dank, Julian Reim.